Hallo zusammen und danke, dass ihr da seid. Schönen guten Abend, alle. Ja, guten Abend. Guten Abend. Also, ich würde anfangen, Florian Gasser. Könntest du uns zum Thema, welche Auswirkungen seht ihr in den verschiedenen Branchen, an internationalen Perspektive geben, welche negativen Auswirkungen es momentan haben kann und welche positiven? Also ich habe eh schon einige Daten mal vorbereitet, die ich jetzt auch kurz teilen werde. So, ich hoffe, kann man es jetzt sehen? Ja. Also, ich sehe es leider nicht, deswegen hoffe ich jetzt quasi, man sieht die Folie. Ja, man sieht es. Genau, super. Also, mal kurz, wir sind ja quasi in einer speziellen Situation aktuell. Das haben wir, glaube ich, in quasi meiner Generation und auch mit den Generationen drüber, so noch nicht erfahren. Und das zeigt sich auch ein bisschen bei den Wirtschaftskennzahlen. Also wenn wir hier links schauen, ist es quasi eine relativ zeitnah eine Prognose, wie eben das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr ausschauen wird. Also bevor der Virus jetzt bei uns eintraf, hatten wir auch weltweit circa einen 2,5-prozentigen Anstieg. Nach aktuellen Stand wäre es eher gegen null. Und wenn jetzt das Downside-Szenario wäre, wenn es jetzt länger, wenn die Situation länger anhält, dann könnte es bis zu 2-3% minus gehen in der Wirtschaft. Im normalsten Fall. Es gibt dann noch Ausreißer, die gehen tiefer. Auf der rechten Seite, oder wenn wir hier auf der Eurozone schauen, da sind die Ergebnisse nochmal auf dem Stand, dass jetzt Ende März, ich glaube jetzt auch für die USA will das jetzt nochmal weiter nach unten gehen, nach den neuen Zahlen. Aber auch hier schaut es aktuell nicht so rosig aus. Die Astat hat auch jetzt Ende März eben auch Zahlen rausgebracht für Südtirol. Hier sehen wir, wenn jetzt quasi Schließung nur ein Monat ist, dann reden wir von einem minus 1,6% vom Bruttoinlandsprodukt bis zu bei 3 Monaten von 5,6%. Aber wir haben jetzt ja mitbekommen, dass wir aktuell jetzt schön langsam, oder auch der Landesrat wird es auch noch bestätigen können, wir gingen ja jetzt einige Stufen von der Eskalationsstufe langsam zurück. Wir versuchen wieder uns der Normalität anzupassen. Aber natürlich viele Sektoren hat es erwischt. Und die Frage ist eben, wie schafft man das in der Wirtschaft? Und jetzt, das ist ein sehr klassisches Sprichwort für die Ökonomen. Give me a one-handed economist. All my economists say, on the one hand, on the other hand. So, das heißt, zum einen oder zum anderen, gerade wie man sieht, das ist natürlich jetzt Truman, das ist dann eben der 33. Präsident von der USA, der das gesagt hat. Und jetzt eben hier sieht man auch, wie das so ausschauen kann. Das Modell von Pedro Brinke hat das auch jetzt mal erst vorgestellt, von einer Beratungsagentur von McKinsey organisiert. Eben, dass, wie stark die Krise schlussendlich jetzt global ist, jetzt außerhalb auch von Südtirol ist, hängt von zwei Faktoren schlussendlich ab. Eben, schaffen wir es dem Virus eben, diese Rate, die Ansteckungsrate in Nähe 1,0, also R1, oder unter diesen 1,0, das heißt, dass eine Person, die infiziert ist, weniger als eine Person ansteckt, dann kann man den Virus quasi dahin bringen. Und deswegen würde dann die Krise, wie links oben, schneller wieder schneller abflachen und das GDP wieder ansteigen. Das zweite Effekt ist unten auf der unteren Achse, Knock-on-Effekt und Economic Policy Response. Da sind eben unsere politischen Entscheidungsträger gefragt, was eben auch überall jetzt ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist die Frage, diese Interventionen, die jetzt da getätigt werden, sind entweder effektiv, weniger effektiv oder eben uneffizient. Wenn es uneffizient ist und wir eben der Virus nicht unter Kontrolle haben, dann haben wir das B3, was das Schlimmste aller Szenarien ist. Da sind wir sehr stark natürlich dann in einer Downside für die Wirtschaft. Das wäre ein sehr negatives Szenario, weil wir da längerfristig mit einer Rezession arbeiten müssten. Wenn wir jetzt bei den 4 Quadranten oben im rechten Eck sind, dann zeigt sich, dass die Krise zwar stark einschlägt am Anfang, weil die Märkte reagieren, aber dann in verschiedenen Typen eben steigen können. Und das kommt jetzt drauf an. Und ist natürlich auch branchenabhängig. Denn nicht alle Branchen trifft es gleich. Das Kaufverhalten hat sich ja für uns auch alle wesentlich geändert. Ich weiß nicht, auch ich kaufe nicht immer dieselben Sachen oder gar stark. Eine Studie jetzt von Deutschland, die ist auch relativ von letzter Woche, zeigt, dass man jetzt natürlich auch mehr in Telekommunikation geht, mehr natürlich der Gaming-Sektor, so die Branche über Netflix, Zoom natürlich. Perfekt für den Aktienkurs für diese Unternehmen, solange nicht Privacy-Issues auftreten. Sonst natürlich Sport zu Hause, Zeitschriften. Welche Industrien es am meisten trifft, ist natürlich, was eben auch Südtirol stark trifft, Tourismus. Da ging es ja quasi nähe 100%
quasi von 100 auf 0. Und das werden wir sicherlich auch später noch ein bisschen besprechen, glaube ich. Das ist ziemlich natürlich für Südtirol ein Problem, weil auch der Handel und viele andere Sektoren da ein bisschen dranhängen. Nichtsdestotrotz haben vor allem auch in anderen Bereichen andere Firmen Probleme, wenn es darum geht, zum Beispiel Flugsektor, was ja auch wieder mit dem Tourismus zusammenhängt. Der Flugsektor ist um 95% eingebrochen. Das heißt, auch das eben muss man berücksichtigen, eben längerfristig wieder zurückzukommen. Also das ist so ein kurzer Ausblick über die wirtschaftliche Lage aktuell. Und jetzt können wir dann auch gern die Diskussion dann starten mit diesen Hintergrundinformationen. Super, danke dir, Florian. Welche Auswirkungen siehst du, Florian Kaser, im Bereich dann, wenn man investieren muss, wenn man jetzt in Innovation etwas Neues, wenn man in diesen Sektoren neue Situationen entfalten muss, neue Produkte entwickeln muss? Ja, wie sieht es mit Liquiditätssituationen aus in Südtirol? Ja, Südtirol kann natürlich auch, Herr Achammer, da sicher einiges sagen, hat jetzt einige Maßnahmen getroffen, dass man relativ schnell Liquidität kommt, hat. Ich glaube, Italien hat ein eigenes, ist ein eigenes Szenario. Südtirol muss da ja auch nochmal beim Staat, auch bei einigen Sachen nochmal nachhaken. Deutschland hat da wesentlich schneller reagiert. Schon vor 3 Wochen haben die da quasi für Startups und für Unternehmen gleich schon 9.000 bis 15.000 quasi veranschlagt, als direkte Finanzspritze, die sie, also sie müssen natürlich nachweisen, dass sie Verluste erfahren, beziehungsweise dass sie nicht mehr so effizient sind und bekommen dann die Möglichkeit, diese 9.000 bis 15.000 zu beantragen. Deswegen, um schneller an Liquidität zu kommen, das müssen sie auch nicht zurückzahlen. Zusätzlich gibt es dann diese Kreditverfahren, die auch in Italien möglich sind, dass man jetzt quasi wirklich günstigere Kredite bekommt, was ja für viele Firmen überlebensnotwendig ist, weil die eben diese finanziellen Mittel kurzfristig brauchen, weil sie eben diese finanziellen Mittel eben jetzt brauchen und nicht erst in 2, 3 Monate. Und dementsprechend gibt es da von mehreren politischen Vertretern und auch mehreren Organisationen, die da was machen. Parallel gibt es dann natürlich auch noch ideelle Geschichten, die aktuell laufen, aber darauf komme ich gleich später nochmal zu sprechen. Gut, was ist, Florian Kaser, was ist deine Ansicht für das? Ja, wie gesagt, ich stimme eigentlich da dem Kollegen zu, die Krise wird sehr viel Kreativität freisetzen in den Unternehmen. Das heißt, wir brauchen als Bank natürlich da sehr viel Mut in erster Linie, um das mitzugehen, aber auch die notwendigen Tools. Einige davon wurden von der Regierung oder aber auch auf lokaler Ebene schon bereitgestellt, beziehungsweise werden in Kürze bereitgestellt, um eben diese neuen Geschäftsmodelle oder diese Veränderungen der bestehenden Geschäftsmodelle eben mitzutragen, zu fördern und zu finanzieren. In erster Linie natürlich für die Banken geht es hier eben die notwendige Liquidität anzuschaffen. Da hat ja die EZB sehr schnell reagiert, ob jetzt dieser erste Helikopter ausreicht, um eben die Krise zu bewältigen. Das wird sich zeigen. Das hängt sicherlich davon ab, ob man, wie der Kollege gesagt hat, von einem U-förmigen Verlauf der Krise reden oder eher von einem L-förmigen Verlauf, wie wir es bei der Finanzkrise hatten. Für die lokalen Banken sicherlich ein Thema ist das, dass uns wurde ja im Zuge der Finanzkrise ein relativ enges Korsett angezogen, das uns wenig Spielraum lässt hier, um eben uns zu modernisieren. Und da kommt es jetzt darauf an, wie groß der Zusammenhalt auf europäischer Ebene ist, weil nur auf europäischer Ebene kann dieses Korsett gelockert werden, damit wir den Spielraum bekommen, auch hier mit den Unternehmen den Weg mitzugehen. Wenn es um Innovation geht, auch im Bankensektor, wie siehst du das, die Bewertung von Situationen in der Vergangenheit und die Bewertungen in der Zukunft? Ja, das ist sicher eine Kompetenz, die wir uns als Bank aneignen müssen. Wir müssen weniger in die Vergangenheit schauen. Aus der Vergangenheit werden wir keine neuen Erkenntnisse und Schlüsse ziehen. Wir müssen konsequent mit den Unternehmen in Zukunft schauen. Wir müssen die Businesspläne verstehen, damit wir sie auch mitgehen können. Das ist sicher Kompetenz, die wir uns aneignen müssen. Die müssen wir uns schnell aneignen, ohne dass wir dabei jetzt aufgrund dieser Schnelligkeit unnötige Risiken eingehen, die diesen lokalen Banksektor dann langfristig dann könnten schädigen oder gefährden. Philipp, möchtest du kurz dich da auch einbringen? Na, grundsätzlich kann ich natürlich dem zustimmen. Einmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Grundsätzlich kann ich dem zustimmen, was von den beiden Florians, muss ich jetzt sagen, so gesagt worden ist. Also zuallererst wird natürlich die wirtschaftliche Entwicklung stark davon abhängen, und das ist auch das zugegebenermaßen, was uns politisch am meisten anspannt,
wie schnell wieder wir zur Arbeit in verschiedenen Sektoren zurückkehren. Und natürlich ist für Südtirol der Tourismussektor ganz, ganz besonders entscheidend. Und dort ist natürlich die Sorge sehr, sehr groß. Jemand hat es auf den Punkt gebracht und gemeint, der Tourismussektor ist wohl der Erste, der zugesperrt hat und wohl der Letzte, der wieder aufsperren wird. Und das hat für Südtirol natürlich massive Auswirkungen. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Situation, diese Corona-Situation auch insgesamt, auch nach Wiedereröffnung der Betriebe, nach eingeschränkter Wiedereröffnung, sicherlich Auswirkungen haben wird. Auswirkungen auf das Konsumverhalten, Auswirkungen auf die Mobilität, Auswirkungen vielleicht, und wir hoffen ja auch in diese Richtung arbeiten zu können, auch positive Auswirkungen lokaler Natur, was das Konsumverhalten beispielsweise und anderes betrifft, aber sicherlich auch eine vorsichtigere Haltung. Wer glaubt also, jetzt geht es sozusagen wieder der Schalter umzulegen und wir kommen zur Vorkrisensituation zurück. Ich hoffe, dass niemand davon ausgeht, dass wir dort zurückkehren, denn es wird sicherlich die Vorsicht eine ganz, ganz andere sein. Also für uns ist das primäre Ziel, das Ziel Nummer eins. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr beeindruckt, wenn man jetzt sich anschaut, wenn man jetzt sagen würde, wer ist denn wirklich von dieser Situation betroffen? Umso länger die Situation sich weiterentwickelt, muss ich sagen, umso mehr sind betroffen und auch die Betriebe betroffen, wo man es sich nie vorgestellt hätte, dass also, sie eben betroffen sind. Reden wir von einem Kaskadensystem, das heißt, wenn man langfristig die Situation bedenkt, dann wenn ein Baum fällt, der nimmt dann auch mehrere Bäume mit. Ja, irgendwo sicher. Wir machen zugegebenermaßen eben zwei Dinge ganz besonders große Sorgen. Eines ist der Tourismus, wie bereits angesprochen, dort, weil einfach der Tourismus, wie schon richtig gesagt worden ist, massive Auswirkungen auf andere Sektoren hat in Südtirol, ganz, ganz klar. Und sehr vieles eben mitzieht oder nicht mitzieht. Und das Zweite, was mir schon große Sorgen macht, die europäischen Staaten haben zwar mit diesem Lockdown sehr ähnlich gehandelt, aber sie haben mit der Einschränkung sicherlich nicht gleich gehandelt. Italien hat deutlich mehr eingeschränkt. Sprich, wir sind auch exportstark und wir haben auch Betriebe, die sehr stark im Export tätig sind. Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn irgendwann nur mal das Verweisen auf die Südtiroler Qualität nicht mehr ausreicht, wenn man sagt, der Kunde dann irgendwo sagt, wenn Südtirol nicht mehr produziert, wenn Italien nicht mehr produziert, dann muss ich trotzdem weiterarbeiten und suche mir dann eben den meinen Produzent irgendwo anders. Und das hat mittel- bis langfristig auch wirklich negative, nachhaltige Auswirkungen, beispielsweise auch auf den Südtiroler Export. Das macht mir ehrlich gesagt schon große Sorgen. Die kleinen Betriebe, die waren sehr, nur ein letztes noch, die kleinen Betriebe, die waren in gewissen Sektoren im Moment schon eher überhitzt. Wenn wir ganz ehrlich sein, das Baugewerbe, das war eigentlich vor der Krise durchaus überhitzt in der Situation. Dort kann man, wenn man wieder zurückkommt, durchaus einiges an Schäden meines Erachtens noch abmildern. Die Investitionsbereitschaft wird sicherlich insgesamt jetzt sich einbremsen oder auch die, das bin ich fest davon überzeugt, aber dort sind wir noch in einer Phase meines Erachtens, wo man durchaus, wir versuchen ja gerade die Kleinsten zu stemmen und die Kleinsten zu unterstützen in dieser Phase. Aber wie gesagt, das, was mir sehr große Sorgen macht, ist eben einerseits die Auswirkungen auf den Tourismus und zum Zweiten, wo im Tourismus wahrscheinlich sogar es irgendwo, bei uns werden Diskussionen absolut schon geführt über Beteiligungen von des Landes, stille Beteiligungen, die es wahrscheinlich in einigen Bereichen durchaus auch brauchen könnte. Und eben auf der anderen Seite im Bereich der Produktion, wo das wirklich mittel- und langfristig negative Auswirkungen aufgrund der unterschiedlichen Haltungen in europäischen Staaten haben. Gibt es, hast du ein paar Einsichten auch, Philipp, welche Sektoren in Südtirol durchaus profitieren können? Wo das Potenzial ist, was man ausbauen kann? Ja, jetzt, ich bin weit davon, ich tue mir ehrlich gesagt persönlich, natürlich wird es auch Sektoren geben, die Einbußen, natürlich, wir brauchen nur vorher die Erhebung, die der Florian gezeigt hat, anschauen, was wird konsumiert und so weiter und so fort, die natürlich die Auswirkungen nicht so gemerkt haben, das ist schon klar. Ich tue mich persönlich massiv schwer, muss ich einfach sagen, auch unter einer, vielleicht einem persönlichen Eindruck jeden Tages, weil ich auch von neben der Wirtschaft auch für den Bereich Arbeit zuständig bin, tut mir einfach wahnsinnig schwer, noch über die Chancen zu reden. Die Chance muss es nichtsdestotrotz auch geben, selbstverständlich. Und wir müssen natürlich sehr, sehr schnell, und das wird sicher davon abhängen, auch in der weiteren Entwicklung, ob die Politik imstande sein wird, dann auch Initiativen zu setzen zur Konjunktur, zur Wiederbelebung der Wirtschaft, die dann schnell kommen müssen, an denen wir auch schon arbeiten.
was, dass man uns durchaus auch vorgeworfen hat, die unterstützende Maßnahmen im Bereich Liquidität und Abfederung von Härtefällen waren zu langsam, weil diese erst jetzt aktiv geworden sind. Aber die Konjunkturmaßnahmen müssen kommen, die müssen absolut kommen. Und wenn man mit denen im Stand ist, dann kann man durchaus aus der Not eine Tugend machen und durchaus auch eine Chance betrachten. Aber es gibt sicherlich, ja, wie gesagt, sonst haben wir genug alle Hände voll zu tun, um im Moment einfach die wirklich individuellen wie auch unternehmerisch schwierigen Situationen auch abzufangen. Das glaube ich. Dorothea, darf ich dich kurz ansprechen auf die Arbeit, wo Potenzial, die auch diese Krise mitgebracht hat, neue Möglichkeiten, wie man kommuniziert, Homeoffice, Videocalls, wie siehst du das in dem Bereich? Also ich sehe es als große Lernkurve, die wir gerade machen müssen. Wir bringen uns in diesen Tagen, in diesen Wochen sicher Jahrzehnte nach vorne, was Digitalisierung anbelangt, was flexible Arbeitsformen anbelangt, Homeoffice, Smart Working und so weiter. Natürlich muss das alles auch gehandelt werden, denn wir befinden uns ja in dieser, man nennt es soziale Distanz, ich würde es lieber physische Distanz nennen und genau deswegen eben das unterstreichen, dass wir die soziale Distanz eben nicht einhalten beziehungsweise die soziale Distanz kürzen. Und das können wir sehr gut über die Medien, die wir in diesen Wochen ja auch alle sehr gut gelernt haben, zu nutzen. Wir sind mittlerweile alle Experten von Teams, Zoom, Skype und was auch immer und das ist auch sehr positiv. Aber die große Herausforderung ist genau diese, dass wir die Mitarbeiter nicht alleine lassen. Nicht? Wir erleben es ja auch selber. Wir sitzen in unserem Büro zu Hause, wo auch immer und beschäftigen uns mit uns selber, haben weniger Austausch als davor. Wir sind aber auch effizienter. Das höre ich immer wieder, das muss man auch sagen, denn sehr viele Leerläufe, die man sonst so hat, gehen jetzt verloren. Meetings, die vielleicht vorher 3 Stunden dauerten beim Kunden, die schaffe ich heute in einer Stunde. Man ist effizienter. Nichtsdestotrotz, dieser soziale Aspekt, der sollte wirklich geplant werden. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel um 9 Uhr morgens das Good Morning, diese 5 Minuten, wo sich alle kurz Hallo sagen, wir sind da und wir starten jetzt in den Tag. Oder aber ein Abschlussmeeting am Ende des Tages, ob das jetzt um die Mittagszeit ist oder um 17 Uhr, wo man kurz den Tag nochmal Revue passieren lässt, vielleicht auch die ein oder andere Anekdote erzählt und einfach diesen Kontakt mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen auch sucht, für sie da ist. Es gibt mittlerweile das Feierabendbier, welches über diese Medien gemacht wird und vieles mehr. Und da sind die Führungskräfte natürlich auch extrem gefordert, ihre Funktion sozusagen auch anders auszuüben. Bitte. Also das Leadership in einer anderen Art und Weise zu zelebrieren. Das heißt, genau. Das ist ein bisschen weg vom Management. Management ist ja administrieren, kontrollieren. Ja, das ist so das typische Management. Und hin zu Leadership. Was heißt Leadership? Leadership heißt Menschen führen, Menschen begleiten, Menschen unterstützen. Nicht? Und genau diese Aufgabe, diese unterstützende Aufgabe, die ist heute extrem wichtig und auf diese sollten sich die Führungskräfte so gut wie möglich wieder beziehen und da den Weg zu ihren Mitarbeitern suchen. Wir kommen auf das später nochmal zurück. Du hast es schon ein bisschen angestoßen. Es wäre das zweite Thema, das ist der Status quo. Was können Unternehmen heutzutage tun, um in der Krise erfolgreich zu überstehen? Und eine Zusatzfrage, die ich noch gerne reinbringen möchte, wo man ein paar Überlegungen machen könnte, ist Kultur und Werte unserer heutigen Zeit und Südtirols. Wenn man die vielleicht mit einfließen kann. Wer möchte von euch da als erstes mal das Wort nehmen, also wenn es darum geht? Ja, ich könnte nur ganz kurz, was ein Thema, was ich vor allem jetzt aktuell sehe, ist, was auch schon ganz kurz angeklungen ist, das Innovationspotenzial, das aktuell da liegt. Also ich finde, das ist enorm. Also wenn ich beschäftige mich ja auch mit vielen Themen, die rund um Startups und so laufen und da sind aktuell einige Hackathons auch am Laufen die letzten Wochen gewesen, wo dann wirklich so viel Energie freigesetzt wurde für eben Probleme zu lösen,
die mit dem Coronavirus zusammenhängen, eben auch lokale Kreisläufe zu stärken. Es gab sogar in Südtirol einen kleinen Hackathon, wo auch, glaube ich, eine Lieferplattform rauskam, jetzt liefern.it. Kannst du uns kurz den Hackathon erläutern, wie er funktioniert und um was es da geht? Ein Hackathon ist eigentlich ursprünglich mehr auf der technologischen Seite geplant gewesen, dass sich ein paar ITler in einen dunklen Raum einsperren und dafür 2-3 Tage, also wirklich das 48 bis 72 Stunden durch programmieren, um ein Problem zu lösen. Und das ist schon ein bisschen in die Richtung. Diesmal aber merkt man bei diesen Hackathons, dass Personen aus allen Kontexten dazukommen. Ich hatte zum Beispiel in einem Nebenteam, wo ich habe eben auch bei dem in der Schweiz mitgemacht, bei dem Versus Virus. Und bei einigen, da sind dann CEOs auch dabei, manchmal von kleineren Firmen oder auch wirklich Data Crunchers von anderen Firmen, die einfach sagen, okay, jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, setze ich mich hin und versuche ein konkretes Problem zu lösen. Also es geht, normalerweise werden erst Probleme definiert im Vorfeld und dann können sich Teilnehmer anmelden, entweder als Team oder werden wild durchmixt. Und gleichzeitig gibt es Mentoren, die eben schon in dem Markt entweder Marktwissen haben oder zum Beispiel Wissen haben, wie ich im Marketing das danach publiziere oder wo ich Fundings herbekomme. Und die arbeiten zusammen und bringen ziemlich viele Lösungen raus. Allein bei denen in der Schweiz haben jetzt 260 Projekte raus. Bei einem habe ich auch mitgearbeitet. Das macht erstmal mega Spaß, mit so vielen motivierten Menschen zusammenzuarbeiten. Und es sind auch einige Lösungen jetzt da rausgekommen, die tatsächlich schon implementiert sind. Und andere, wie zum Beispiel auch meine, da wir jetzt gerade versuchen, das noch in eine Applikation überzuleiten. Okay. Und das Spannende ist wirklich, dass da eben nach den 2-3 Tagen ist meistens wirklich ein Konzept oder eben schon ein fertiges Produkt da. Und das kann eben und das Coole daran ist, dass es wirklich öffentlich auch ist bei vielen Hackathons. Also kann man da nachschauen, wo. Man könnte da nachschauen unter versusvirus.ch oder wir-versus-virus.de, weil in Deutschland. Und dann, dort waren es über 40.000 Teilnehmer. In der Schweiz über 12.000 und auch in Südtirol bei den Hack der Ops oder wie, da waren auch einige Teilnehmer, wo auch mehrere Projekte waren. Es entstehen Synergien, alle Länder bieten die Hackathons an und machen sie öffentlich, wo jeder auch zugänglich hat. Also das ist auch wiederum, Südtirol könnte eben profitieren von Personen aus dem Ausland oder vice versa. Genau. Ja, bitte. Ich würde gerne einen Aspekt mit einbringen. Innovationsschub, dieser Innovationsdrang, Wille, Motivation, ist ja in dieser Phase und für die Zukunft wahrscheinlich die Überlebensstrategie, nicht? Und Innovation kann man aber nicht einfach verordnen, wie man auch Kreativität nicht einfach verordnen kann. Und deshalb ist es auch hier wiederum wichtig, dass wir in den Unternehmen es schaffen, eine Kultur der Innovation zu kreieren. Genau. Ich glaube, es kann sich heute kein Unternehmer und keine Führungskraft mehr leisten, sich zu sagen, ich schaffe alleine Innovation für meinen Betrieb, für mein Unternehmen. Versuchen wir doch, das Potenzial zu heben, das wir in den Unternehmen haben und die Mitarbeiter so einzubinden in diesen ganzen Prozess, sie auch aufzuklären, sie teilhaben zu lassen an dem, was die Phase ist, in der sich das Unternehmen gerade befindet, was die Ziele sind, was die Herausforderungen sind, dass einfach im Unternehmen ein sogenanntes agiles Mindset geschaffen wird. Unternehmen, die in der Lage sind, auch disruptive Veränderungen, wie wir sie jetzt erleben. Und das nächste Mal werden wir auf eine Pandemie vorbereitet sein, aber wir wissen ja nicht, was noch alles auf uns irgendwann wartet. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Organisationen schaffen, die agil sind, die schnell sich ändern können, die neue Geschäftsmodelle auch annehmen können, sich anpassen können, den neuen Anforderungen des Marktes eben gerecht werden. Und dahingehend finde ich, ist die Kultur im Unternehmen eben die Mitarbeiter da verantwortungsvoll mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Wie findest du auch Wissen wieder nach Südtirol zu bringen, das heißt die Kraft von den Südsternen zu nutzen, also Südtirol, die im Ausland schon länger sind, die Erfahrungen in großen Unternehmen haben, in verschiedenen Sektoren, wie siehst du die Möglichkeiten, dort Synergien zu finden, dass diese Personen mit den Südtiroler Firmen zusammenarbeiten können und wie könnte man das machen, nach deiner Meinung? Ich habe ja ich nenne es meine Vision oder mein, wie auch immer, die Arbeitgebermarke Südtirol. Wir haben
Philipp, wir haben ja schon uns mal drüber unterhalten. Ja. Es ist an der Zeit und wenn wir vorher das Problem oder das Thema Fachkräftemangel haben, das werden wir jetzt gelöst bekommen mit dieser Krise. Ja. Aber das Thema ist ja nicht die Quantität der Menschen, die wir brauchen. Wir brauchen jetzt im Besonderen Qualität, genau damit wir aus dieser Krise gut und schnell herauskommen. Und dahingehend ist für mich einfach das Thema die Südtirol als Arbeitgeberland in den Zielmärkten zu profilieren, zu positionieren, dorthin zu gehen, wo die Menschen sitzen, die wir brauchen hier im Land. Das sind natürlich unsere Kollegen von Südstern, die in der ganzen Welt sitzen, aber nicht nur. Das sind Talente, die wir heute dringend brauchen. Und es ist einfach für ein Südtiroler Unternehmen aus dem Mittelstand finanziell fast nicht möglich, international am Markt im Employer Branding mitzuhalten. Das sind große Konzerne wie Siemens oder was weiß ich, die schon seit Jahrzehnten Employer Branding betreiben, sehr erfolgreich. Und deswegen nach dem Schema, wie wir Südtirol als Tourismusland in die Welt getragen haben, so erfolgreich, warum machen wir das nicht auch mit der Arbeitgebermarke? Und ich halte immer noch daran fest, ich bin überzeugt, das ist der Schritt, den wir gemeinsam machen müssen, wenn alleine werden wir es nicht schaffen, als Unternehmen. Gibt es doch Vorteile, wenn jemand wieder ins Land zurückkommt? Also es gibt ein paar Vorteile, wenn man ins Land zurückkommt. Von steuerlicher Natur, welche Informationen könnt ihr heute da geben? Eine Grundinformation, die wir können ein anderes Mal vertiefen. Philipp? Ja, es gibt dort Vorteile. Deswegen ein bisschen gegrübelt, weil das so ein Problemthema vor der Krise war. Dieser famose Rientro Cervelli, der einigen schon ein Begriff ist. Dort, wo Südtiroler, die im Ausland waren, Steuerbegünstigungen in Anspruch genommen haben auf der Rückkehr, aber saftige Rückforderungen bekommen haben von der heimischen Steueragentur. Das war so ein Problemthema vor der Krise, das bald wieder aufzugreifen ist. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Aber ansonsten will ich absolut das teilen, was die Dorothea gesagt hat. Ich bin mehr denn je vom Stichwort und vom Projekt Arbeitgebermarke Südtirol überzeugt. Es wird es trotz der nicht mehr Fachkräftemangelsituation danach unbedingt brauchen. Und auch ich sehe im Bereich Arbeit, von der Veränderung von Arbeit, ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Monaten in einer Tagung gesessen bin zum Thema Arbeit 4.0, also wie wird sich Arbeit weiterentwickeln, und ein paar Monate später finde ich mich in dieser Situation wieder. Also ich muss wirklich sagen, es ist eine gewaltige Entwicklung, die es dort gibt, und diese Entwicklung ist absolut positiv für die Qualität von Arbeit, für die Entwicklung von Arbeit absolut zu nutzen. Das, was ich nur dann dazu sagen wollte, zu deiner generellen Frage vorher, wie ist der Status quo bei den Unternehmen? Das, was ich im Moment, und ich muss sagen, jemand hat mir parallel geschrieben, als Zuseher, es schaut durchaus müde aus, ich muss echt sagen, ich spüre auch die Müdigkeit in diesen Tagen. Man bekommt hunderte an Zuschriften und Anrufe von Unternehmen und ich merke ganz, ganz stark gerade die Gabelung sozusagen im Moment. Nach der ersten Schockphase, die alle erlebt haben, und der Phase der Sorge, gibt es dann einmal den kurzen Absturz, und wie in jeder Erhebung, die kennen wir, diese klassischen, gibt es dann entweder diejenigen, die an der Gabelung stehen und mit dieser Situation umzugehen wissen, oder die in der Frustrationsphase verbleiben. Und es gibt relativ viele, die in der Frustrationsphase verbleiben, und das wäre absolut etwas von Kultur, das stimmt hundertprozentig. Natürlich muss die Kultur auch innerhalb des Unternehmens entwickelt werden, was kann sich da in dieser Phase tun, wo ist auch die Chance daraus und so weiter. Natürlich ist von Chance zu reden bei einem kleinen Unternehmen, das nicht arbeiten darf, relativ schwierig, weil da kann man noch so viel entwickeln. Dort ist es wirklich sehr, sehr schwierig, dann noch jemandem deutlich zu machen, jetzt musst du an dir selber arbeiten, weil sich einige wirklich einfach schwer tun, so wirklich ein Bewegungsumfeld sozusagen auch wirklich zu haben. Das aber letztes noch, und mit dem schließe ich dann, das, was mir aber auch, da stimme ich ja auch der Dorothea zu, wo wir einiges werden lernen müssen aus dieser Situation, auch als psychologischer Faktor. Wir haben gesehen, wie fragil unsere Systeme auch wirklich sein können, wie schnell sie zusammenbrechen können und wie schnell, und ich muss sagen, wie immens aufwendig sozusagen die Rückabwicklung von gewissen Dingen passiert. Das, was jeden Tag passiert und logisch ist, das läuft irgendwo. Wenn man das einmal wieder zurückstufen muss, weil alles sozusagen als Lockdown nach unten gefahren wird, das ist massiv. Also ich muss echt sagen, das ist beeindruckend, und wir werden mit fragilen Situationen umgehen müssen in Zukunft, auch weil die können immer wieder, einmal ist es eine Pandemie und übermorgen ist es das Unwetter, wo die Stromversorgung zusammenbricht, das haben wir auch schon gehabt,
und am nächsten Tag wird es was anderes sein. Man muss und wir werden mit solchen fragilen Situationen auch Instrumente dazu haben, auch irgendwo Fallschirme dazu haben, aber genauso eben die Unternehmenskultur dazu haben. Wir werden mit solchen fragilen Situationen als Gesellschaft lernen müssen, umzugehen. Das ist für mich die Schlussfolgerung schlechthin, sage ich jetzt einmal, auch aus dieser Phase heraus. Also ich nehme jetzt heraus, eben Agilität ist wirklich etwas sehr Wichtiges, eben adaptiv in die neuen Situationen angehen, Kommunikation, die international wird über elektronische Medien, dann kommt sicher auch zusammen Globalität, Lokalität, vielleicht Europa 2.0. Florian Gasser, hast du da vielleicht einen Punkt, den du gut einbringen könntest? Ja, vor allem als eine Diskrepanz oder so, weil auch was der Philipp vorhin schon mal angesprochen hat, wenn man sieht so ein bisschen entweder einen Zusammenhalt oder eben auch so ein bisschen die Skepsis für gewisse Entwicklungen. Das sieht man ja vor allem bei Europa, die man ja jetzt quasi vor allem auch in Italien, jetzt in Italien gibt es so mittlerweile eine relativ große Plattform, die sich quasi ja, so für den Ital-Exit ausspricht. Und das ist eigentlich genau in so einem Fall von meiner Sicht aus der falsche Weg. Weil vor allem, wenn man nochmal anschaut, vor allem die Europäische Union an sich hat ja schon Ende Jänner quasi Hilfe angeboten, was die Nationalstaaten dann nochmals noch abgelehnt hatten, alle. Und deswegen ist es sehr spannend. Das Problem, was wir häufig haben, ist, dass Nationalstaaten die Europäische Union hernehmen, ein bisschen als Sündenbock, wenn mal gerade was nicht so gut läuft. Und die Frage ist, zusätzlich, man könnte ihnen, der Europäischen Union, ja auch die Kompetenzen geben, dass sie in so einer Situation handeln können. Beispiel hat die Europäische Union keine Kompetenz im Gesundheitsbereich direkt. Die müssten erst wieder gegeben werden. Und deswegen ist jetzt die Frage, zum einen quasi diese Wut von einigen, wie Italien in Europa lässt uns einen Stich, sondern Solidarität ist jetzt nur da, wenn es gerade recht ist. Aber die Europäische Union versucht schon sequenziell da ihren Beitrag zu leisten. Nur wird sie halt meistens auch von den Nationalstaaten daran gehindert. Nichtsdestotrotz, klar, auch wie alle anderen in dieser Krise macht jeder Fehler. Ich glaube, auch die Europäische Union hat auch von der Kommissionsseite her sicherlich ein bisschen spät auch reagiert. Das muss man auch sagen. Sie hätten da wirklich auch, weil es gibt klare Regeln, ob Staatengrenzen, wann Staatengrenzen schließen dürfen und welchen Prozess sie folgen müssen. Sie wurden eigentlich eingehalten. Und da hätte die Kommission auf den Tisch hauen können und sagen, so nicht. Es gibt einen gemeinsamen Weg, es gibt klare Regularien und die sind einzuhalten. Und da hat die Europäische Union in der Hinsicht eben ein bisschen locker gelassen. Wahrscheinlich auch ein bisschen in dem Moment in der Schockstarre der Situation. Und jetzt ist eben die Frage, wie kommt die Europäische Union auch da ein bisschen raus oder Europa, wie bringen wir diesen Solidaritätsgedanke wieder in die Mitte rein? Natürlich viele schreien zu den Eurobonds. Die EU hat bisher einen anderen Weg eingeschlagen, jetzt mehr über den ESM, also über den Rettungsschirm, quasi eine ähnliche Strategie fährt wie in Griechenland. Nur, dass man eben als schon bestätigt hat, dass man nicht so streng das auslegt oder kontrolliert wie in Griechenland, was wichtig ist, weil das ist der Hauptgrund, warum Italien eigentlich das bisher ablehnt. Aber nichtsdestotrotz, zurück zur Glaubenskrise. Europa oder die Europäische Union wird sicherlich einige harte Monate vor sich haben, weil sie sich wirklich mit denen auseinandersetzen wird müssen. In welchen Bereichen arbeiten wir zusammen? Arbeiten wir überall zusammen? Bringen wir alle mit ins Boot? Oder zielen sich jetzt am Ende diese nationale Isolation durch? Also es geht, glaube ich, Schlagworte nationale Isolation und globale Solidarität. Ich glaube, das hat auch Harari jetzt in einem Artikel Ende März, glaube ich, schon veröffentlicht, dass das eben auch das Kernthema sein wird, global, jetzt nicht nur auf europäischer Ebene, weil es eben auch das gleiche Beispiel zeigt sich mit den USA und der Europäischen Union. Die USA hat einfach, ohne die Europäische Union zu unterrichten, gesagt, jetzt schließen wir die Grenzen, fertig, aus. Die Europäische Union hatte keine Ahnung, ist einfach so. Das ist nicht wie normal bilaterale oder Abkommen eigentlich laufen. Und das ist eben die Frage, oder dasselbe wie jetzt natürlich mit den Helikoptergeldern natürlich in den USA, welche Auswirkungen wird das haben schlussendlich, wenn man jetzt quasi unlimitiert Geld druckt in der Fed, solange das Vertrauen in den Aktienmarkt das ist. Okay. Auch auf den Florian Kaser bringen. Also, genau, das ist sicher ein gutes Thema. Das Thema eben Geldschwemme. Einmal haben wir Firmen, die Konkurs gehen werden, weil es die Situation so verlangt. Andererseits gibt es eben neue Situationen, die herauskommen. Es gibt sehr viel Geld in nächster Zeit, die das Land erreichen wird. Wie siehst du die Situation? Ja, erstmal muss ich vielleicht sagen, dass
wir hatten das Glück, dass bei Ausbruch der Krise die meisten Betriebe, was die Liquidität angeht, in einer sehr komfortablen Lage waren. Ich sage jetzt die meisten. Natürlich gibt es sehr, sehr, sehr viele Betriebe und eben zu viele Betriebe, die momentan hier ein Problem haben. Wir müssen eben schauen, dass wir diese Liquidität zeitnah heranschaffen und möglichst schnell und unproblematisch dann in die Betriebe reinkriegen. Damit wir die Liquidität im Land haben, müssen wir versuchen, uns so aufzustellen, dass Arbitragegeschäfte vermieden werden. Was nicht passieren darf, dass auf europäischer Ebene eine Arbitrage möglich ist, dass wieder Kapital ins Ausland verschoben wird, so ähnlich wie es bei der Finanzkrise war, wo wir jetzt 10 Jahre gebraucht haben, das Kapital wieder zurückzuholen. Wir müssen schauen, dass wir möglichst einheitlich vorgehen. Wir alle lieben Südtirol, weil es so sicher ist. Zur Sicherheit gehört natürlich auch der Gesundheitsstandard. Jetzt dürfen wir nur nicht ängstlich reagieren und überregulieren. Und bei den Überregulierung bringt zwar mehr Sicherheit, auf der anderen Seite auch mehr Probleme für die Unternehmen. Kapital wandert wieder ab ins Ausland, Unternehmen wandern ab ins Ausland. Bezüglich Kapitalabwanderung gibt es sicher auch noch zu bedenken, dass aktuell die Gespräche, die die Regierung führt, in puncto Vermögensteuer sicher nicht helfen, um die Lage zu beruhigen. Gerade diese Gespräche verunsichern momentan sehr viele Anleger, die dann wiederum eben bestimmte Überlegungen machen, die eben dem Land Südtirol sicherlich nicht behilflich sind. Ich möchte vielleicht noch mal kurz auch auf den Konsumbereich zurückgehen. Vor der Krise haben wir beobachtet als Bank, dass Südtirol hat das Konsum. Sag ich jetzt mal, hat gelernt, der Südtirol hat in den letzten 30 Jahren gelernt zu konsumieren. Er hat sich was gegönnt. Das war auch gut so. Davon hat die lokale Wirtschaft sehr gut gelebt. Jetzt ist so, dass wir wieder eine Rückkehr erleben und dass die Sparquoten wieder steigen, die wir vorher eigentlich bis aufs Minimum ausgereizt haben. Und da denke ich, müssen wir eben, und da kommt vielleicht auch sicherlich die Politik ins Spiel, da müssen wir wieder dem Südtiroler das Gefühl der Sicherheit geben, dass er wieder lernt oder halt wieder zurückkommt zum Konsum, damit die lokalen Betriebe auch wieder davon profitieren können. Weil letztlich, wie gesagt, können wir die Liquidität nur kurzfristig bereitstellen. Aber kurz über lang wird die Liquidität müssen vom Konsumenten kommen. Einen Satz möchte ich da noch ergänzen und dann schließe ich beim Thema Liquidität. Die, sage ich jetzt mal, die sehr komfortable Lage, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben im Südtiroler Wirtschaftsleben, dass die Auftragsbücher fast in allen Sektoren voll waren, hat dazu geführt, dass in den meisten, gerade in den kleinen Betrieben, das Thema Liquiditätsmanagement stiefmütterlich behandelt wurde. Das ist sicher eine Kompetenz, die wir in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren brauchen werden, damit wir eben über die Zeit drüber kommen, wo eben das Auftragsbuch dann nicht bis zum Rand voll ist. Darf ich vielleicht mich dazu ganz kurz äußern? Also ich stimme absolut, das merke ich ganz, ganz stark, aber der Experte hat da gerade wirklich gesprochen, merkt es ganz, ganz stark, dass gerade die Liquiditätsplanung in den Betrieben durchaus ein offener Punkt ist und dort sicherlich noch Nachhilfe auch in den nächsten Monaten absolut notwendig ist. Aber sonst generell zum Thema Konsum wollte ich eines noch dazu sagen. Eine Lehre auch aus dieser Situation für mich persönlich ist, dass natürlich Südtirol ist gewohnt, auf einem wirtschaftlich sehr guten, hohen und kontinuierlichen Standard zu arbeiten. Und dann kommt man plötzlich von einem Moment in den anderen, wo tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Betrieb in den Lohnausgleich übertreten. Und man merkt eigentlich dann erst, dass die Instrumente, die man dazu zur Verfügung hat, auch die abfedern sollen und die auffangen sollen, nicht wirklich optimal sind. Ich muss das ganz ehrlich sagen, bei aller Selbstkritik auch an die Politik. Und das sorgt sicher dafür, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter, der jetzt in den Lohnausgleich kommt, in Südtirol 800 Euro brutto dann bezieht und damit sein Leben fristen soll, der verliert diese Sicherheit, irgendwann wieder konsumieren zu können und zu wollen, im Moment massiv. Und das sage ich ganz, ganz offen dazu und das stimme ich hundertprozentig zu. Da wird wirklich eine starke Intervention auf der öffentlichen Hand. Deswegen habe ich persönlich auch immer vertreten, so wie wir jetzt
sozusagen die Beiträge an die Kleinunternehmen ausschütten bis zu 10.000 Euro, dass wir dort auch als Land massiv Geld hineinlegen müssen, wo es um sogenannte vertrauensbildende und sichernde Maßnahmen geht und auch um ein gewisses Klima geht. Das braucht es, weil viele dann sagen, man, das Land muss nichts anderes tun, als wir Liquidität über Garantien bereitstellen. Ich bin nicht dieser Meinung. Es braucht auch das Geld, das jetzt sozusagen dem Land etwas kostet, bereitgestellt wird, aber auch ein gewisses Klima der Sicherheit und auch der Ruhe wieder schafft. Das zum einen, davon bin ich fest überzeugt. Aber noch ein letztes, auch das zum Thema Klima, was Konsum betrifft. Und da sehe ich durchaus eine Chance. Ich halte ja nichts davon. Ich meine, ihr habt alle wahrscheinlich bei WhatsApp die klassischen Bildlein der Verschwörungstheoretiker bekommen, die sagen, alle 100 Jahre passiert so irgendetwas und so weiter. Aber eines, wo ich, sage mal, im Kern zustimme, ist, wir sind in einer massiven Entwicklung des Höher, Schneller und Weiters gewesen, sozusagen. Mhm. Und auch der Beschleunigung, die irgendwann, wo man sich die Frage gestellt hat, wie ist diese Beschleunigung überhaupt noch zu halten? Und plötzlich fallen wir, und das ist ja irgendwie sinnbildlich für diese Situation, in einen Lockdown, wo wir alle zu Hause sitzen und die Beschleunigung ein abruptes Ende sozusagen hat und dann irgendwie anders ablaufen kann. Die Zeit des sozusagen langsamer, intensiver, des nachhaltiger, diese Zeit wird ganz, ganz massiv noch einmal stärker nach dieser Krise kommen. Von dem bin ich ganz, ganz fest überzeugt, nachhaltiger im Sinne des intensiven Erlebens, auch des Regionalkonsumierens, des nachhaltig Konsumierens. Und dann irgendwo mal gesagt, diese Phase kann zu einem gesunden, ich sage es wirklich ganz fett unterstrichen, gesunden, auch Lokalpatriotismus in einer globalen Welt beitragen. In einem gesunden, bitteschön, nicht im Sinne der Abgrenzung, sondern irgendwo des Unterstützenwollens nach innen hin. Abgrenzung, so wie es der Florian Gasser angesprochen hat, was mich übrigens auch sehr, 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 sehr nachdenklich stimmt, die gesamteuropäische Entwicklung, das wäre höchst gefährlich. Aber jetzt global bleiben zu können mit einem gesunden Lokalpatriotismus, das kann wirklich so irgendwo eine Auswirkung auch aus dieser Situation heraus sein, die durchaus auch Chancen mit sich bringt. Also ich stimme dem wirklich dazu, dass höher, schneller und weiter weicht jetzt so langsam in einem langsamer, intensiver und nachhaltiger sozusagen. Ja. Das kann durchaus eine interessante Entwicklung sein. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, sind wir eben schon bei Zukunft. Also in welche Gelegenheiten stecken darin, auch bei den Unternehmen? Und Dorothea, wie siehst du die Weiterentwicklung der Personen, die Möglichkeit der Weiterentwicklung der Firmen? Genau im Anschluss von wieder ein bisschen mit sich selbst sich auseinandersetzt, sich selbst weiterzuentwickeln, die Firma aus dem Inneren, aus dem Kern weiterzuentwickeln. Es wird sicher ein Moment sein, wo man die internen Kompetenzen hinterfragt und noch einmal anderen Prüfungen unterlegen wird, im Sinne von, was können wir denn wirklich und was können wir denn schaffen? Welche Kompetenzen können wir denn weiterentwickeln? Und ich bin sehr der Meinung, dass jetzt wiederum, wenn wir von Arbeitgebermarke sprechen oder von Employer Branding, der erste Schritt immer jener ist im Unternehmen. Wie kann ich die Ressourcen, die schon da sind, wie kann ich die Menschen, die Mitarbeiter, die bereits in mein Unternehmen kennen und dort aktiv sind, wie kann ich diese motivieren, dass sie mehr leisten, anders leisten, besser leisten. Und dahingehend, mittlerweile gibt es ja auch das, experimentieren wir in diesen Wochen unzählig viele Angebote an Online-Tools, wo man eben Webinare besucht, verschiedenste Themen, die auch kostenlos angeboten werden. Ich bin der Meinung, dass das Self-Learning, aber auch das eigenverantwortliche Lernen und sich weiterbilden immer wichtiger sein wird, eben weil wir in einer ständigen Veränderung und einer ständigen Entwicklung leben und aber dass das auch die große Chance für die Unternehmen ist. Wir müssen es aber auch eigenverantwortlich machen. Nicht? Zulassen. Ich komme aus dem Bereich Leadership und da ist es eben sehr interessant, wie die interkulturelle Kommunikation offen zu sein für andere Kulturen und richtige kommunizieren können, aber auch andere richtig spüren können. Philipp, wie,
Gibt es da, welche Möglichkeiten hat da das Land Südtirol, solche Sachen zu öffnen? Oder welche Bereiche in Südtirol sind dafür zuständig, um dort Türen zu öffnen für solche Sachen? Für solche Sachen im Bereich der von Leadership und... Ja, genau, also Leadership, grundsätzlich der Weiterentwicklung, der internen Weiterentwicklung von den Personen. Die heutige Situation verlangt, dass wir aus einer Art eben schnelllebigen Zombie-Kultur, man arbeitet nur, um effektiv zu sein, aber nicht effizient. Ja, genau. Und gibt es da Programme in Südtirol, die da angesehen sind oder schon da sind? Wie schaut das aus? Ganz sicher. Ich sehe aber wirklich als Schlussfolgerung wirklich aus dieser Phase, dass noch einmal auf das Thema sozusagen Arbeit 4.0 zurückzukommen, wir massiv in diesem Bereich arbeiten müssen. Denn man sieht nur, und jetzt bleibe ich beim eigenen Unternehmen, das ist die öffentliche Hand, wie unflexibel wir auch in solchen Phasen sind, dass es zum Teil katastrophal ist. Also die Kultur sozusagen von 9 bis 5 so in etwa, die ist de facto lang schon überholt. Solange die Zielerreichung gegeben ist, auch die Kommunikation im Team und die Weiterentwicklung im Team, sollte die Haltung eine ganz, ganz andere sein. Und da sehe ich, wie gesagt, das ist vielleicht ein Bereich, wo ich wirklich sage, ich sehe die Chancen im Bereich Arbeit massiv groß, dass wir wirklich zu einem Kulturwandel kommen und dieser Kulturwandel auch gelebt werden muss, bei uns begonnen, aber dann, dass wir wirklich auch Unternehmen bei diesem Kulturwandel unterstützen müssen. Das ist sicher etwas, wo das Land Südtirol mit verschiedenen Trägern auch die Möglichkeiten hat, das danach zu tun, ob das die IDM macht, indem sie Betriebe unterstützt auf diesem Weg beispielsweise oder andere. Da gibt es schon auch Möglichkeiten dazu, die wir in diesem Bereich, sagen wir mal, absolut nutzen sollten für die Zukunft. Also Arbeit hat sich rapide, massiv und eklatant innerhalb kürzester Zeit verändert und Arbeit muss sich für die Zukunft in der Grundhaltung beziehungsweise auch im Management und auch innerhalb des Teams muss sich verändern. In vielen Betrieben hat es sich schon, in denen, die sich nicht verändert hat, denen muss es sich jetzt spätestens durch diese Zeit verändern und da sind wir alle gefordert. Florian Kasser, wir haben uns vorher kurz mal gehört, du hast eine sehr interessante Idee eingebracht und auch eine Vision eben durch diese Veränderung der Arbeitsstruktur. Gibt es eben Möglichkeiten in verschiedenen Ländern der Welt, nehmen wir jetzt New York oder London, wo Zeitverschiebungen da sind, kommt eine Person, die Homeoffice hat, die möchte gerne nach Südtirol kommen, eine gewisse Zeit, 1, 2, 3 Wochen am Vormittag Mountainbike machen, am Nachmittag anfangen, in seinem Zimmer zu arbeiten. Ich finde das noch eine sehr interessante Vision, wie man auch damit Firmen umgehen kann und kannst du uns noch ein bisschen da deine interessante Idee ein bisschen erläutern? Ui, ich habe eigentlich gedacht, das bleibt zwischen uns beiden. weil ich hoffe jetzt nicht, dass da ein paar Hoteliers auch zuhören, weil die werden mich morgen hängen für die Aussage. Ja. Ehrlich gesagt, wieso können wir nicht einen Teil der Ferienhotellerie auch so umbauen, dass sie morgen sich auch öffnet? Dass ich sage, okay, ich kann in meinem Zimmer nicht nur Urlaub machen, ich kann dort auch arbeiten. Ich kann mir es kurz vorstellen, wenn jemand, der in London lebt und sagt, okay, seine Arbeit ist relativ flexibel und ich kann im Sommer von Südtirol aus arbeiten, dann kann das sicher Mehrwert sein. Aber bitte, wie gesagt, ich komme nicht aus der Hotellerie, bitte steinigt mich nicht für die Idee. Trotzdem möchte ich sagen, dass der Ansatz ist ja wirklich interessant und bezeichnend. Ich habe kürzlich von einem Hotel in München gelesen, die sowas in dieser Richtung anbieten. Also die Idee scheint doch gut zu sein. Aber was für mich, glaube ich, der springende Punkt an der Sache ist, dass andere arbeiten, an das wir uns gewöhnen müssen, an das wir uns auch gewöhnen dürfen. Denn ich finde es eine absolute Bereicherung,
Bewegung. Wenn ich jetzt zur Mittagszeit mich eine halbe Stunde in die Sonne setzen darf, weil ich einfach zu Hause bin und mir die Zeit selber einteile und vielleicht dann am Abend ein bisschen länger sitze. Und auch hier wiederum die Herausforderung natürlich für die Führungskräfte, nicht auf Quantität, das heißt um 8 Uhr Computer ein und um 17 Uhr aus, diese traditionelle Arbeitsweise, sondern arbeite nach Zielen, nach Objektiven und daran die Mitarbeiter messe. Ob der Mitarbeiter dann um 8 Uhr oder um 6 Uhr morgens oder Mitternacht an seinem Laptop sitzt und arbeitet, das kann mir doch eigentlich egal sein. Diese Chance, diese Überlegung oder diese Entscheidung kann ich doch gerne meinen Mitarbeitern überlassen. Und so können wir auch das viele Gute, das wir ja mitnehmen aus dieser Phase. Und ich telefoniere mit verschiedensten Kunden und trotz der Ohnmacht und der Verzweiflung und was auch immer, schwingt immer wieder dieser positive Gedanke mit, auch Philipp, was du vorhin gesagt hast, dieses, was nehmen wir, was lernen wir daraus, dieses andere Bewusstsein, dieses Valorisieren von der Zeit, die wir heute haben und die wir qualitativ ganz anders nutzen als vorher. Weg von diesem höher, schneller, weiter, denn ich hoffe, da müssen wir nicht mehr hin zurück. Es ist auch für die Firmen günstiger, weniger Arbeitsplätze erstellen zu müssen. Darf ich noch etwas, Roland? Ich hätte gerne noch etwas ergänzt beim Thema Arbeit. Das wollte ich eigentlich vorher noch anfügen. Ja. Das ist so ein bisschen meine Erkenntnis jetzt aus den letzten 4 Wochen. Ich glaube, was wieder zum Vorschein kommen ist, ist so eine ureigene Südtiroler Eigenschaft. Ich war ja lange Zeit im Ausland und deshalb kann man das ein bisschen vergleichen. Und ich glaube, wir packen es einfach wieder an. Wir tun einfach. Mhm. Wir sind vielleicht vor der Krise, haben wir oft zu viel nachgedacht. Und ich merke jetzt gerade auch in meinem Betrieb, dass ohne, dass ich was sage, dass die Mitarbeiter einfach es tun. Das heißt, wir haben wieder gelernt, so wie damals vielleicht, wenn wir das erste Hotel gebaut haben oder den ersten Apfelbaum gepflanzt haben, dass wir es einfach gemacht haben. Und nicht darüber nachgedacht. Und ich glaube, den Spirit sollte man beibehalten, weil das ist schon etwas, was uns Südtiroler sehr eigen ist, sage ich jetzt mal, was nicht in jeder Nation in dem Ausmaß vorhanden ist, dieses Anpacken. Genau, Packmaß, will man schon sagen. Darf ich auch nur kurz noch was hinzufügen? Ich finde das Thema mega spannend. Und ich bin da auch voll auf der Seite, das müssen wir fördern und das wird auch die Zukunft sein. Ich habe nur ein, zwei negative Seiten auch kennengelernt in den letzten Wochen, weil eben einige, also ich glaube, das muss man auch lernen, dieses Homeoffice machen. Man muss dann auch irgendwann wissen, jetzt schalte ich auch aus oder jetzt schalte ich ein, weil ich glaube, was ich mitbekommen habe, dass einige dann auch einfach nicht die Zeit wieder vergessen, schreiben dann wirklich nochmal Mails um Mitternacht, 2-3 Uhr. Es ist viel häufiger als in letzter Zeit. Und die Frage ist halt, ob sie dann auch einen Rhythmus dann drin haben. Und es gibt auch schon psychologische Phänomene, dass das auch einige sehr belasten kann. Also die Sache ist, man kann sie frei stellen, aber man sollte das vielleicht auch als Führungsperson vielleicht immer mal wieder abklären. Läuft es gut? Wie fühlt sich die Person dabei? Nicht, dass es aus dem Ruder läuft in die eine oder in die andere Richtung. Absolut. Also ich komme aus 8 Jahren Homeoffice und da muss man eben wirklich schauen, dass man sich seine Räume auch schaufelt und dass man auch an gewissen Punkt sagt, ja, jetzt ist fertig, Handy aus. Und ich glaube, Disziplin ist etwas, was wir in dieser Zeit gelernt haben oder lernen können. Und einfach tun, aber auch die Disziplin haben, sich selbst wertzuschätzen und sagen, jetzt ist fertig, jetzt muss ich mich wieder aufladen. Darf ich vielleicht auch noch einen Aspekt dazu? Mir fällt natürlich zuerst das mit Schmunzeln ein, dass viele meiner Kollegen sagen, ein Effekt ist, dass die Männer mehr Hausarbeit machen inzwischen, nachdem im Zuhause arbeiten. Ist ja auch ein positiver Effekt. Aber ich habe eines auch erlebt. Also ich denke, in der Arbeit zu Hause, das teile ich hundertprozentig auch als große Chance. Ich erlebe das ja auch parallel, aber auch als Schullandesrat, was Homeschooling bedeutet. Und das ist noch einmal ein wahnsinnig spannendes Thema für mich, weil dort eine Chancengerechtigkeit zu gewährleisten, das Bildungssystem, ist ein Wahnsinn. Also das ist ein dermaßen großer Paradigmenwechsel, das ist wirklich eine kleine bildungspolitische Revolution sogar. Und das wäre ein eigenes Thema für sich. Und eines würde ich dem Florian Kasserer hundertprozentig zustimmen. Jetzt bin ich ein bisschen kritischer, gesellschaftspolitisch kritisch. Ich denke schon, in Südtirol natürlich in einer Phase, wo es uns sehr, 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 sehr gut gegangen ist, hat man nicht umsonst oft manches Mal gesagt,
Manches Mal hat man gar nicht mehr gewusst, was sozusagen die Luxusprobleme auch sein können. Das sich besinnen auf das Wesentliche und dort die Haltung Backmas sozusagen auch miteinander drinnen zu haben, das kann auch in dem Sinne eine große Chance sein, weil auch der Wert von Arbeit wieder erkannt wird, ganz, ganz stark, was Arbeit bedeutet. Und ich will nicht sagen, dass der Südtiroler faul geworden wäre, ganz, ganz sicherlich nicht. Aber natürlich, eine Luxussituation bringt andere Sorgen mit sich, als wie eine existenzielle Situation, die wir jetzt im Moment auch bei einigen erleben. Und das kann durchaus auch eine Möglichkeit der Rückbesinnung sein, die auch gesellschaftspolitisch nicht schlecht ist. Das sage ich so, aber würde gleich schon wieder die Klammer deswegen zumachen, weil wenn derjenige hört, der im Moment im Lohnausgleich ist, der sagt ja danke vielmals, ja ansonsten schon schwer in dieser Situation. Aber es ist auch durchaus eine Chance, die wir auch in dem Sinne nützen müssen und auch den Zusammenhalt wirklich auch beweisen müssen und nicht nur davon schreiben sozusagen. Absolut. Ich habe im Chat eine Frage, die vielleicht interessant sein könnte. Zum Abschluss, weil wir sind fast am Ende. Also die Problematik der Fachkraftmangel, die in Südtirol in den vergangenen Jahren da waren, scheint ja durch diese Situation ein bisschen aufgehoben. Also es wird Fachkräfte geben, es wird Leute geben, die wieder nach Arbeit suchen. Wie siehst du das dort auch im Bereich von Umschulung? Welche Situationen gibt es da? Wie kann man die Leute eben motiviert halten, an sich der gegebenen Veränderung auch ein bisschen anzupassen? Ja, das ständige Lernen. Nicht? Das ist so ein bisschen das Thema, was uns begleiten wird und jetzt nochmal forciert durch die Situation, in der wir uns befinden. Aber eigentlich sprechen wir ja schon seit Jahren darüber, dass es bestimmte Funktionen, bestimmte Berufsbilder zukünftig auch nicht mehr geben wird, auch allein durch die Digitalisierung. Und es ist ein ständiger Prozess, in dem wir uns befinden werden, immer wieder neu zu lernen, neue Dinge dazu zu lernen, uns neu zu erfinden und neue Chancen, nicht nur für das Unternehmen, sondern natürlich auch für uns als Personen zu finden. Und dahingehend ist es natürlich ein guter Moment. Auch in verschiedensten Gesprächen immer wieder, der eine oder die andere, ich werde meinen Job aufgeben und werde ganz was Neues machen, ich werde mich neu orientieren. Das ist der richtige Moment. Die Chance nutzen, auch diese Monate jetzt, wo wir mehr oder weniger auch ein bisschen ja, limitiert natürlich sind. Es gibt so viel, man kann online wirklich auch kostenlos sich in jede Richtung weiterentwickeln. Das Web ist ja voll mit Informationen, nützlichen Informationen und wie gesagt, aber Mut, Neues anzugehen. Findest du, dass die Südtiroler Firmen diesen Mut auch erkennen? Als Firma braucht man auch Mut, Personen einzustellen, die nicht unbedingt dem Bild der Anforderung entsprechen, die wenig Erfahrung haben und noch keine Erfahrung haben, aber gewillt, wie siehst du das da bei den Unternehmen? Also die Unternehmen haben sicher bis vorgestern in dieser Situation gelebt. Das war es. Das, was ich bekam, habe ich genommen, so in diese Richtung. Ich sehe aber in keinster Weise hier irgendwie eine Diskrimination seitens der Unternehmen, junge Leute nicht einzustellen, weil sie keine Erfahrung haben. Eigentlich nicht. Könnte ich so jetzt nicht. In der Schweiz ist es bitte ein bisschen anders. Es gibt mehr Fachkräfte, es gibt man sucht sich eben die Person aus, man kann wählen. In Südtirol war das eben im Moment nicht so der Fall. Und das ist eben noch interessant, eben durch die Situation eben kann man vielleicht langsam auch wählen. Und der ein bisschen mehr Elan hat, der etwas Neues gelernt hat, der im Puls zur Zeit ist, der hat es auch einfach, etwas Neues zu finden. Ich sehe das eher fokussiert auf die Kultur und auf die Werte. Also ich brauche als Unternehmen nicht den, der Elan hat. Ich brauche als Unternehmen der zu meiner Kultur passt. Denn nur wenn er in mein Unternehmen passt und sich mit meinen Zielen identifiziert, mit meiner Kultur, dann funktioniert diese Person auch in meinem Unternehmen. Dann fühlt sich diese Person wohl, dann kann sie ihr Potenzial auch wirklich entfalten. Deswegen, ich glaube weniger an das große Talent, sondern ich glaube eher, wir brauchen die richtigen, nicht die besten, sondern die richtigen Mitarbeiter.
Nur einen Satz dazu. Ich stimme dem deswegen vorher an der Annahme nicht zu, weil wir brauchen jetzt nicht glauben, dass sozusagen das Thema Fachkräftemangel für ewig vom Tisch wäre. Denn der demografische Umstand bleibt ja. Auch wenn wir jetzt eine schwierige Situation am Arbeitsmarkt haben, aber die Demografie heißt mehr Austritte in die Rente und weniger Eintritte in den Arbeitsmarkt, es bleibt diese Situation und die wird uns ganz, ganz schnell, sobald es eine Erholung der wirtschaftlichen Situation gibt, sehr, sehr schnell wieder reinholen. Also machen wir uns da nichts vor. Das ist jetzt sozusagen irgendwo ein Durchatmen möglicherweise für einige, beziehungsweise eine schwierige Situation für andere, aber dann wird diese Situation ganz, ganz schnell wieder zurückkommen. Hat auch Eva Ogrisek, glaube ich, in den Chats reingeschrieben, dass wir eben da wahrscheinlich noch ein Problem kommen, weil wenn jetzt natürlich Italien größere Probleme hätte oder Südtirol wie andere Länder umliegende, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass eben noch mehr Know-how und noch mehr Fachkräfte eben in ein anderes Gebiet wechseln können. Deswegen da musste man sicherlich in Zukunft schauen, dass das natürlich nicht passiert. Ich glaube, das war da kurz angefragt. Und hier abschließend vielleicht nochmal das Stichwort Digitalisierung, nicht? Das ist in diesem Kontext natürlich ein Thema, das haben wir sehr oft diskutiert und aber auch ein bisschen vor uns hergeschoben. Ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir das Thema angehen sollten, denn weltweit wird das Thema Digitalisierung sehr stark forciert durch diese Situation, durch diese aktuelle Krise. Und wir werden wieder eingeholt werden vom Fachkräftemangel.